Mäh, da hörst du es schon. Boah, gestern Abend die Pflanzen gegossen und die sind jetzt schon wieder durstig. Ne? Wenn wir mal eben runtergehen. Pflanzen bewässern. Die Leute aus dem Bett klingeln. Und mit Francis handeln. Und natürlich der Kombüse einen Besuch. So, dann steht mal auf, meine guten Ding-Dong. So, Francis. Besorgungen. Ah, Eisenbaum für eine Schatzkarte. Den Rotlachs habe ich noch nicht gefunden. Ah, okay, Kopfsalat. Ah, shit, ich habe, glaube ich, gerade was. Nee, doch nicht, passt schon, okay. Habe ich gerade ein bisschen eine Abatmung bekommen. Schatzkarte. Na, Eisenbahn. Frage, ob sich das lohnt. Egal, wir probieren's. Müssen wir halt jetzt bloß noch zwei Eisenbahnen machen. Machen wir gleich natürlich das volle Programm. Oh, ich habe eine mehr erhalten. Du weißt, was es für eine Mail ist. Sicher wieder nur Werbung. Die Erdbeeren rausnehmen. Rotes Obst kochen. Mama Fisch. Mit. Üben. Schmeckt bestimmt super. Oh, es hat gereicht. Oh, Francis. Kaufen, verkaufen, Besorgungen. Ja. Da haben wir. Verkaufen. Miniaturdiaroma. Oh Gott, 1490 kriegen wir dafür. Krass. So, 200 Glimps noch. Dann haben wir eigentlich auch schon. Das ist eine Schatzkarte gefunden. Deine erste Schatzkarte. 200, dann haben wir eine nächste Schiffsaufwertung. Die führt dich vielleicht zu etwas Interessantem. Wirf mal einen Blick rein. Da stehen Koordinaten für einen Schatz. Soll ich gleich mal machen. Kieferschmorsflyer. Wir wollten ja eigentlich Gwen suchen, ne? Mann, ey. Geschätzte zukünftige Kunden, ich bin Madison von Lieferschmaus. Wir bieten gerade eine Sonderaktion für unseren neuen Essenslieferdienst an. Komm uns in Hummingbird besuchen, um alles darüber zu erfahren. Jemand von unserem Verkaufsteam wartet dort auf dich. Schöne Grüße, Madison. Koordinaten 58, 52. Ja, schauen wir mal, was wir da haben werden oder nicht haben werden. Hier war das mit dem Reis, ne? Wasser. Wir machen mal weiter in den Tee. Und nämlich das Feld gleich hier auch noch gießen. Damit es uns nicht sagt, hey, ich muss gegossen werden. Hallo.
Der Loch braucht eine ganze Weile. Button. So, du bist hungrig, das ist mir klar, dann kriegst du einmal das. Mein dicker Freund hier, der ist wahrscheinlich auch hungrig. Ich frage mich, wo Gwynno sein könnte, vielleicht ist sie losgezogen, um den Kopf frei zu bekommen. Du solltest dich auf die... Ja, ich weiß. So, nehmen wir mal... Das gleich da war. Hab keine Angst, du bist so hübsch, Wildfang. Du erinnerst mich sehr daran, wie ich in meiner Jugend war. Damals hatte ich immer eine rote Schleife im Haar. Genau wie die Mädels in den Zeitschriften. Die Jungs hatten Interesse an mir, weißt du. Ich hätte Toni, den Sohn des Friseurs, heiraten können. Er war ziemlich reich und hatte ein rotes Cabrio. Oder sogar er, den Skichampion. Oh, er hat einen... Hatte den Bistro. Aber Giovanni, Giovanni. Egal was ich tat, egal was passierte, er konnte mich immer zum Lächeln bringen. Seine Augen glühten wie Sternschnuppen. Sein Haar duftete wie der Morgentau. Vor genug davon, Tagträumereien werden uns nicht weiterhelfen. Lass uns etwas Produktives tun. Musst du denn nicht deine Frau? Nope. So, hat Hunger. Wir dir denn? Wir was mal mit einer Tasse Tee einfach nur. Hast du das gesehen, Stella? Das kleine Schaf wollte mit uns kommen. Es hat wohl doch keinen Gefallen an seinem neuen Gefährten gefunden. Nun ja, mach dir keine Sorgen. Wir werden uns gut um kümmern. Aber zuerst, diese ganze Wolle sieht ziemlich unangenehm aus, nicht wahr? Und, oh nein, wir sind auf einem Schiff. Genau wie in dieser Geschichte, in der die Schafherde vom Schiff fällt. Oh, so geht das nicht. Hör zu, Stella, schere ihm die Wolle vom Leib. Das ist nur zu seinem Besten. Was? Alter, ist das witzig. Lustig. Ja, fühlst du dich jetzt nicht besser? Und das ist auch viel sicherer. Und dieser Schlüssel, ich dachte, ich hätte ihn verloren, aber er steckt die ganze Zeit in deiner dicken Wolle. Eine Freude, du wirst schon einen guten Verwendungszweck für diese Ex-Wolle finden, Stella. Wolle ist eins meiner Lieblingsmaterialien. Ich wähle ausschließlich Wolle für alle meine Decken. Mein Mann fand sie natürlich immer kratzig. Er war so ein Miesepeter. Wie dem auch sei, seine Wolle wird schnell nachwachsen, aber nur, wenn du das Schaf gut fütterst. Das hier scheint besonders großen Appetit zu haben. Ich würde vorschlagen, dass du es fütterst. Sonst könnte es sich in deinem Garten umsehen und deine Nutzpflanzen zerstören. Oh, ein Schafsfleisch würde es an Ort und Stelle halten. Den solltest du vermutlich so schnell wie möglich bauen, zum Wohl des Schafs und deiner Pflanzen. Ja. Vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen. Er steht schon längst. So, du hast Hunger, was gebe ich denn dir? Gib mir den einfach mal. Gut, wir sind an die Koordinaten jetzt angekommen. Ich denke. Ah, guck mal da. Insel. Oh, wie komme ich da hin? Ah,
Alles gut, wie ich sehe, kümmerst du dich gut um deine Pflanzen. Das ist wunderbar. Ich hoffe, mein Unterricht hilft dir irgendwie weiter. Weißt du, früher war ich eine richtig kleine Fußsoldatin. Mitchell State University, Agrar? Ingenieurin, Abschluss 71, Bestnoten und ein progressives Profil. Ich wurde sofort von einem dieser Konzerne angestellt. Ich war für ein Stück Land verantwortlich, mehrere tausend Morgen groß. Ich sollte den Ertrag unseres Feldlands maximieren. Und das habe ich auch getan. Ziemlich gut sogar. Das kannst du mir glauben. Ich stopfte das Feld mit transgenen Saaten voll. Insekten ertränkte ich in Gift. Und wenn die Erde sich grau färbte, pumpte ich sie mit Chemikalien voll. Boah. In meinem Feld wuchsen große, mächtige Pflanzen heran. Und unnatürlich große Maiskolben im Überfluss, doch unter all dem eine unermessliche Krankheit. Es war damals wohl unvermeidlich, dass ich Bekanntschaft mit dem Drachen machen würde, früher oder später. War von einem Schatz die Rede, aber. Hier nichts. Büsche da oben. Cool. Nur 50, 52 bin ich doch, oder? Ich nicht, alles klar. Ist hier unten. Ich habe das Minus nicht gesehen. Was hier ist nicht gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht, das ist so. Boah. Egal. Oh Gott. Hier gibt es Zeug und das brauchen wir unbedingt. Nächsten Ring. Ach, jetzt fällt mir gerade an, ein mit dem Ring. Wir haben Francis nicht verkauft gehabt. Unser Zeug, was wir da jetzt noch hatten. Natürlich doof. Ich habe zwar gesagt, wir wollten eigentlich nach Gewinn suchen, aber irgendwie kommst du nicht dazu, weil immer irgendwas anderes gerade hier dazwischen kommt. Vielleicht sollte ich mal Prioritäten setzen. Genau, vielleicht sollte ich Prioritäten setzen und das nächste Mal Gewinn einfach suchen. Oh, mal gucken, was das wird. Schalentiere mit Kopfsalat. Boah. Alter, das schaffe ich immer noch bei. Darüber. Gibt es dafür eigentlich eine Aufwertung da oben? Nö. Okay. Wo auf dem Weg dahin kommen wir da an irgendwas bei? Nicht wirklich. Okay. Gut. Ich kann mal gucken, ob ich noch mal wenigstens ein bisschen angeln kann. Nu.
Ich habe mir mein Haus mal näher angesehen. Es ist etwas spartanisch. Für einen begeisterten Heimwerker wie mich geht das gar nicht. Vielleicht können wir es aufwerten. Allen Schinkanen, ich weiß nicht was genau. Lass mich mal nachsehen. Komm mit. Sieh an! Du hast schon mit den Verbesserungen angefangen. Weiter so. Wie gedacht? Aber ich kann halt das andere noch nicht bauen. Weil. Oh. Ja, ich kann wie gesagt das andere noch nicht bauen, wegen. Das Schiff fährt immer noch. Warum fährt das Schiff noch? Eigentlich schon Schlafenszeit. Bug ausgelöst. Oder was auch immer. So, jetzt hier wegen die Aufwertungen kann ich halt noch nicht weitermachen, da mir Aluminiumbahn, Eschenbretter, abgefülltes Ektoplasma und Glas halt fehlen. Wir sind angekommen. Was? Egal. Hafen? Ja. Und dann schauen wir gleich mal, was wir für einen speziellen Schatz finden werden. So, wird das Boot jetzt noch mal losfahren? Ja, wird's. Okay. Ding Dong, alle aufstehen. Bisschen zeitig, ich weiß. Da ist ein Schatz. Dann bergen wir natürlich gleich immer mit der Ruhe. Muss mal in die Kombüse gucken. Scheint ja ein Topf. Okay. Garnele mit Morium ist bestimmt auch lecker. So, schauen wir mal, was wir hier hochholen. Gießereiverbesserung, nice. Mal her hier. Abgefüllter Blitz haben wir. Leuchtgelee braucht man. Nebelstoff braucht man. Nebelstoff haben wir nicht. Weiß ich jetzt schon. Gut. Es ist immer noch da oben. Achso, warte mal. Das. Das. Nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das müsste es sein. Das ist ein ganz schöner Weg. Uff. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Zweifle ich aber. Nämlich nicht mal so ein kleines Stücke. Das ist schon. Oi, oi, oi. Ist schon wieder fleißig am Spielen, wa? Ich habe nachgedacht, wenn ich das höre. Jetzt haben wir den Lauch. Als der Drache mich
wusste ich, dass ich gehen musste. Ich hätte das Gefühl, dass ich nur heilen könnte, wenn ich ginge. Damals war es mir nicht bewusst, aber ich brauchte Liebe. Und an diesem verwünschten Ort gab es keine Liebe. Aber im Exil traf ich deine Tante. Mir war noch nie jemand begegnet, der so voller Freude war wie Rose. Sie war so voller übersprudelndem Leben. Du erinnerst mich sehr an sie, Stella. Sie pflegte mich wieder gesund, Schritt für Schritt. Ohne sie hätte der Drache mich mitgenommen, an Ort und Stelle, da bin ich mir sicher. Und dann hätte ich dich nie kennengelernt. Sie hat mir Dinge beigebracht, nicht auf die gewöhnliche Art, sondern indem sie mir die Augen für das geöffnet hat, was bereits in mir war. Für das reichhaltige Leben im Inneren, dem der Drache nichts anhaben konnte, dem mein Vater nichts anhaben konnte. Für die Verbindung zwischen allen Dingen, der universelle Liebe. Ich schulde ihr so viel. Nun ja, vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, dich unterrichten zu müssen. Hm. Geh mir mal aus dem Weg hier. Wollte ihn jetzt. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich komme bloß gerade nicht drauf. Ja, wo ist ein Atul überhaupt? Ist er nicht? Da oben ist er. Weißt du, was in meinem Haus noch fehlt? Ein Schreibtisch. Ach so, ja, ich war. Bla, 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 ich weiß das. Das ist echt ein Maulwurf, die Olle da. Was? So, wir müssten ja gleich ankommen. Bei unserem Robbenkumpel. Im Prinzip kannst du sagen, wir haben die ganze Aufnahmesession bei einer Robbe gestartet. Und jetzt kann man sagen, wir werden die ganze Aufnahmesession hier bei der Robbe beenden. Denn die Zeit ist nämlich schon wieder rum. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen hier bei Spiritfarer. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall nach Gwen suchen, weil ich bin ja jetzt schon mal hier an dieser Bushaltestelle. Das heißt, ich brauche bloß noch nach oben fliegen, fahren, was auch immer. Teleportieren, durch die Zeit reisen oder irgend sowas. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut da rein. Ciao.